Hallo meine lieben Erdzeichen, ich komme heute zu allen Jungfrauen, Stieren und Steinböcken mit der Tarotlegung für die erste Maihälfte. Ja, ihr seht hier schon sehr viele Karten, es wollten heute wirklich immer mal mehrere gleichzeitig aus dem Deck springen. Ja, also eine sehr umfangreiche Legung. Und ich muss sagen, ich bin baff erstaunt, ja, was anscheinend bei den Erdzeichen passiert. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, ja, und die Readings kennt, da war es jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer so, dass die Erdzeichen unzufrieden waren mit ihrer Situation, aber doch nichts ändern wollten oder auch konnten. Und es scheint Bewegung reinzukommen, meine Liebsten. Ja. Ich möchte ganz kurz vorneweg wieder sagen, wie ich es mache, weil ja doch immer mal welche von euch zum ersten Mal zugucken. Also für jede Position, das erkläre ich nachher, lasse ich eine Karte aus dem Tarot-Deck während des Missions herausspringen. Das Deck hat 78 Karten. Ab und zu wollen mal zwei gleichzeitig springen und hier an einer Position sogar drei. Ja? Ich habe aber den Impuls erhalten, ich soll auch alle drei nehmen. Ich verwende dann eben die Karten, die doppelt herausgesprungen sind oder in dem Fall dreifach. Wenn alle Karten liegen, mache ich eine Meditation über der Legung, um auch den Rat und Impulse der geistigen Welt mit einfließen zu lassen. Das ist mir ganz wichtig, weil ich so für euch diese ganze Situation einfach in einen Gesamtzusammenhang bringen kann und gebe da wirklich eins zu eins alles genauso weiter, wie ich es empfange. Ja, also Beschwerden bitte nicht an mich, sondern an die geistige Welt richten. Ich sehe mich einfach als Übermittlerin, ja, möchte ich mal so sagen. Ja, natürlich sind es allgemeine Readings, die können nicht für jeden von euch zutreffen. Wenn ihr ein paar Minuten zuschaut, merkt ihr aber mit Sicherheit, spürt da in euch hinein, ob dieses Reading für euch stimmig ist oder nicht. Wenn nicht, schaut euch einfach noch das Video an für euren Aszendenten oder euer Mondzeichen, falls das aus einer anderen Elementegruppe ist. Die Videos gehen alle in den kommenden 2 bis 3 Tagen online. Ja, meine lieben Erdzeichen, die Hauptenergie, schaut mal, was da gefallen ist, ja, der Magier, ja, der Magier als Hauptenergie für die erste Maihälfte ist wundervoll und ich habe gleich zu der Karte, als ich sie gesehen habe, an der Position intuitiv empfunden, die Erdzeichen denken tatsächlich über einen Neubeginn nach. Über eine komplette Veränderung ihrer Lebenssituation. Ich sage deswegen denken nach, weil ich ja das ganze Reading schon kenne. Der Magier sagt auch immer, man entwickelt jetzt langsam Willensstärke, man kommt immer mehr in seine Kraft und in das Selbstvertrauen. Und was ganz wichtig ist, ja, wenn ihr jetzt in einer, ich sag mal, Beziehung in Anführungszeichen seid, die sich aber noch nicht real physisch manifestiert hat, also das heißt, ihr habt einen Wunschpartner oder eine Wunschpartnerin, dann sagt die Karte auch ganz klar, dass der andere allmählich zu begreifen beginnt, dass diese Verbindung zwischen euch etwas Besonderes ist. Ja? Ihr seht hier das Unendlichkeitssymbol über dem Magier, was ja auch für eine Seelenpartnerschaft oder eben eine tiefe Seelenliebe spricht. Und scheinbar dämmert dem gegenüber allmählich auch, aha, also diese Verbindung kann ich doch nicht so einfach aus meinem Leben oder aus meinem Energiefeld entlassen. Ja, der andere oder die andere ist ja immer noch vorhanden. Weil viele von euch, die jetzt hier zuschauen, haben ja ihren Partner oder Wunschpartner so ein bisschen sein gelassen in der letzten Zeit, sich zurückgezogen. Und es war sehr gut, ja, weil der andere dann einfach merkt, Mensch, da ist ja doch irgendwas, was mich nicht loslässt. Außerdem spricht der Magier dafür, dass den Erdzeichen allmählich bewusst wird, ja, ich möchte mal salopp sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, der Magier steht auch für den richtigen Zeitpunkt. Ja, also, dass kein Zögern und immer wieder hinausschieben mehr wichtig ist. Der Magier sagt, hör zu, du hast eigentlich alles in dir, was du brauchst für diesen Wendepunkt in deinem Leben. Warum noch warten?
Und doch ist es manchmal wirklich so, dass die Karte dann fällt, wenn der erste Schritt noch nicht getan ist oder noch nicht unmittelbar bevorsteht. Aber es wird sich damit beschäftigt. Ja? Aus welchem Grund nämlich? Auf die Position, mit welcher Energie verlässt denn eventuell derjenige, für den du jetzt schaust oder wenn du selber Erdzeichen bist, du, denn den Monat April, schau mal, und da kommen wieder zwei, eher negative Karten, die mir schon zeigen, dass die Erdzeichen jetzt auch in der zweiten Aprilhälfte wirklich nochmal viele Konflikte durchlebt haben, ja, viele Wunden davon getragen. Die fünf Stäbe, die stehen so für dauernde Reibereien, ja, mir kam da in der Meditation auch ganz stark innerhalb einer Beziehung, ja, also wenn es nicht in deiner eigenen Beziehung war oder ist, dann könnte es sein, falls dein Wunschpartner oder deine Wunschpartnerin noch in einer Beziehung ist, dass dort dauernde Konflikte und Auseinandersetzungen stattfinden. Ja, und ich habe hier so zu diesen beiden Karten spontan wahrgenommen, du hast es satt. Ja, die Erdzeichen haben es allmählich satt. Immer wieder angegriffen zu werden, immer wieder sich auseinandersetzen zu müssen, ja, immer wieder Konflikte zu durchleben. Die Erdzeichen haben es satt. Mit letzter Kraft, ja, sind sie noch dort, wo sie sind. Aber, schau mal, wenn ich die Energie jetzt angucke, mit der jetzt vielleicht das Video in dem Moment angeguckt wird, ich frage hier immer nach der aktuellen, momentanen Energie und da fällt das Ass der Münzen. Das Ass der Münzen steht für einen Glücksfall, für eine Chance auf Glück. Ja, und es passt wundervoll zu dem Magier. Schau mal, da liegt ja die Münze auf seinem Tisch. Ja, die liegt hier. Hier kommt sie quasi, ja, von der geistigen Welt dargereicht und hier beim Magier liegt sie schon auf dem Tisch. Also ich nehme hier ganz deutlich wahr, dass wirklich erkannt wird, dass nur in einem absoluten Neubeginn das Glück zu finden ist und nicht mehr hier, wo du dich noch befindest. Und wie wundervoll sich die Energie weiterentwickelt. Ja, also ich muss sagen, diese Legung, die hat mich wirklich umgehauen. Ihr müsst mal schauen, wie viele große Arcana-Karten da auch fallen wollten. Ihr wisst ja immer, die großen Arcana-Karten bezeichne ich ja immer so als Paukenschlag der geistigen Welt. Da haut die geistige Welt quasi auf den Tisch, würden wir hier in Bayern sagen, und sagt, ja, beachte den Rat, den wir dir hier geben. Und schaut mal, da fällt das Rad des Schicksals zusammen mit den drei Kelchen. Und die drei Kelche ist eine absolute Karte des Glücks, der Freude und der Dankbarkeit. Und ich denke, nehme an oder empfange auch intuitiv, dass sich irgendetwas Schicksalhaftes ereignen wird, ja, das alles in eine glückliche Lösung bringt. Irgendetwas scheint zu geschehen. Ich habe auch das Gefühl, dass viele, die sich vielleicht jetzt länger nicht gesehen haben, ein Treffen planen. Ja, weil sie einfach spüren, dass das Schicksal sie zusammenführen möchte. Also vielleicht gibt es tatsächlich Treffen für diejenigen, die sich lange nicht gesehen haben oder überhaupt wieder Kontaktaufnahmen. Ihr wisst ja, bei diesen drei Kelchen, wer die Karte kennt, die Damen feiern ja Erntedankfest. Also da kommt auch so ganz stark mir ins Bewusstsein, man erntet, was man sät. Ja. Also, dass die große Sehnsucht bei den Erdzeichen danach besteht, endlich in Freude und Liebe anzukommen und aus einer Situation der Konflikte, der Verletzungen und des Unglücklichseins herauszugelangen. Und hier, muss ich sagen, war ich baff erstaunt. Ich frage an der Position dann immer, was kommt denn von außen eventuell auf die Erdzeichen zu? Und es wollten diese drei Karten fallen. Ich hatte dann erst kurz überlegt, ob ich sie nochmal reinnehme in den Stapel und nochmal mische. Aber nein, ich habe ganz deutlich gespürt, die sollen alle drei da bleiben. Ja, und die machen auch Sinn. Es fällt das Ass der Schwerter, das Gericht und die Welt.
das Gericht und die Welt, ja, unglaublich starke Karten. Die Welt ist die letzte Karte des Tarots, ja, die größte Karte aus der großen Arkana, die letzte. Und das bedeutet Ziel, am Ziel ankommen. Also, mit dem Ass der Schwerter, das ja für Entscheidungen steht, nehme ich wahr, entweder es wird von außen eine Entscheidung getroffen. Also das heißt, es könnte sich etwas Schicksalhaftes ereignen oder jemand anderes trifft eine Entscheidung, die dann aber gleichzeitig eine Lösung bringt, die ans Ziel führt. Ja? Das Gericht steht für das Ende vom Leiden. Ja, ihr seht hier den Auferstehungsengel. Ja, das ist ja diese Auferstehungsszene. Und diese Karte fiel ja auch schon in der Erdzeichenlegung Mitte April, weil ich noch gesagt habe, die passt gut zu Ostern wegen der Auferstehung. Ja, also ich nehme ganz stark wahr, es wird eine Entscheidung getroffen. Da das hier von außen kommt, kann es sein, dass es eine schicksalhafte Begebenheit gibt. Ja, die den ganzen Ablauf, das ganze Szenario dahingehend verändert, dass Lösungen gefunden werden, an die vielleicht vorher gar nicht gedacht wurde, die aber zum Ziel führen. Ja? Oder aber, was auch sein könnte, es geschieht irgendetwas im Außen, schicksalhaft, was dann euch Erdzeichen dazu bringt, endlich eine überfällige Entscheidung zu treffen, aktiv Lösungen zu suchen, wirklich auch Lösungen, die für alle Beteiligten einen guten Ausgang bedeuten, um an euer Ziel zu kommen. Also hier auch diese beiden Eckkarten, das Rad des Schicksals und die Welt, ja, also unglaublich starke Energie. Ich kriege dann immer so Gänsehaut an der Kopfhaut. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, aber das ist für mich immer so ein Zeichen, dass hier ganz starke Energien am Wirken sind. Also für viele Erdzeichen, sicher nicht für alle. Ich habe es vorhin gesagt, es ist ein allgemeines Reading. Sicher nicht für alle. Ja, vergesst bitte nie, jeder Mensch ist mit einem freien Willen ausgestattet. Ich nehme hier nur Energien auf, die dann aber von den einzelnen Menschen natürlich genutzt werden müssen. Ob die das tun oder nicht, kann ich euch nicht versprechen. Aber die Energien sind dafür da, dass die Erdzeichen langsam in die Puschen kommen, möchte ich mal sagen. Ja? Und schaut mal, welche Karte hier fiel für die Hoffnungen und Ängste. Da fiel die 6 Kelche. Ganz klar nehme ich dazu wahr, Hoffnung auf Begegnungen mit einem oder einer Ex-Partner oder Ex-Partnerin. Die 6 Kelche stehen für Erinnerungen aus der Vergangenheit, für Sehnsucht an vergangene Zeiten, für Rückkehr von Ex-Partnern, für Begegnungen mit jemandem aus der Vergangenheit. Und im Gesamtzusammenhang, ja, spüre ich, dass viele Erdzeichen, die vielleicht von ihrem Seelenpartner oder von ihrem Wunschpartner jetzt getrennt waren, auch schon länger, vielleicht auch in dieser Zeit sogar in einer anderen Beziehung gesteckt sind, ja, die nur Streitpotenzial und Konflikt beschert hat, ja, dass sie allmählich wirklich in die Überlegung und auch in die Planung kommen, diese Situation zu verlassen und zurückzukehren zu einem Menschen aus der Vergangenheit. Also das ist ein Szenario, ja, sicher nicht für alle jetzt stimmig, ja. Es kann auch sein, innerhalb einer Beziehung, ja, dass ihr euch erinnert an schöne Zeiten, wie es früher war. Und dass ihr vielleicht wieder daran arbeiten möchtet, ja, dass ihr Lösungen findet, vielleicht Kompromisse schließt, dass es eure Beziehung wieder liebevoller gestaltet wird. Und dass ihr da die Hoffnung habt, es könnte wieder so werden, wie es mal war. Ja, ja, und dann habe ich gefragt, mit welcher Energie können wir jetzt
für die Erdzeichen Mitte Mai rechnen. Also wie entwickelt sich das weiter? Und da fiel der Eremit, wieder eine große Arcana-Karte. Und deswegen hatte ich anfangs gesagt, der erste Schritt ist noch nicht gemacht. Und der wird auch bis Mitte Mai schätzungsweise nicht gemacht sein. Im Außen sichtbar, im Inneren eventuell, aber nicht im Außen sichtbar. Ja? Schaut mal, der Eremit bedeutet, dass dieser Mensch, der jetzt über einen kompletten Neuanfang, einen absoluten Wendepunkt in seinem Leben nachdenkt, noch in dieser Erkenntnisfindung ist, noch im Rückzug ist. Und ich nehme zu der Karte auch ganz stark wahr, es werden Pläne gemacht. Ich habe das so mit diesem Licht hier so empfangen, ja. Also wie wenn derjenige sich zurückzieht, um auch Pläne zu machen, wie sich eventuell alles real verwirklichen lässt. Wie können gute Lösungen gefunden werden? Vielleicht muss er jetzt auch reflektieren, was Schicksalhaftes passiert ist oder sie, ja. Vielleicht bist du, wenn du als Erdzeichen zuschaust, vielleicht bist du noch nicht so weit, den ersten Schritt zu tun, ja, und möchtest jetzt gerne noch Zeit für dich haben, um deine Entscheidung wirklich gewissenhaft zu treffen und nochmal abzuwägen. Ja, und ich habe dann die geistige Welt noch um Rat gebeten und sie bringt uns hier die 7 Stäbe, die wundervoll zu dem gesamten Reading passen. Die geistige Welt sagt hier ganz klar, bleibe standhaft und steh zu deinen Entscheidungen. Dazu habe ich sehr deutlich gespürt, es wird Menschen geben, die Entscheidungen, welche die Erdzeichen treffen, zu ihrem Wohl, kritisieren werden. Es wird nötig sein, seinen Standpunkt zu verteidigen. Und die geistige Welt sagt hier ganz klar, beziehe Position zu dir, steh hinter deiner Entscheidung. Und sie sagt, hab den Mut, dazu zu stehen. Hab den Mut. Es geht ja für manche auch darum, eine Beziehung zu verlassen, die schon längere Zeit nicht mehr in Ordnung ist, ja. Und da gibt es ja dann oft zum Beispiel Eltern oder auch Freunde, ja, die dann abraten, die sagen, wer weiß, ob das gut ist und versucht es doch nochmal und denk an die Kinder und denk an den Kredit und denk an die Hypothek am Haus, ja, was immer auch, ja. Aber die geistige Welt sagt ganz klar, verteidige deine Herzensentscheidung. Das, was du jetzt hier planst, ja, was du verändern möchtest. Und wie gesagt, es ist keine kleine Veränderung. Es ist eine wirklich bahnbrechende Veränderung. Ein Wendepunkt in deinem Leben. Ja, größere, gewaltigere Karten, sage ich euch ehrlich, wie das Rad des Schicksals, der Magier und die Welt und das Gericht können in so einem Reading nicht fallen. Das ist ein lebensverändernder Prozess, der hier abläuft. Ja? Eine ganz große, wichtige Entscheidung und die solltest du aus dem Herzen treffen und dann auch dazu stehen und verteidigen. Und ich zeige euch jetzt noch und jetzt, ich sehe euch regelrecht vor eurem Computer. Wahrscheinlich auch manche mit ein paar Tränchen in den Augen, wie ihr mir immer schreibt. Schaut mal, was hier an der Unterseite des Decks als Gesamtenergie des Readings liegt. Die Liebenden. Noch eine große Arcana-Karte. Und diese Karte steht sinnbildlich für die Entscheidung des Herzens. Die Erdzeichen beginnen, ihre Gefühle zuzulassen. Die Erdzeichen spüren oder wissen ganz genau, wo ihr Herz ist, wo ihr Platz ist, ja, wo sie leben können. Hier ist kein Leben mehr. Ja. Oh, jetzt werde ich wieder gleich ganz emotional. Hier ist kein Leben mehr, ja, ihr Lieben. Hier ist das Leben. Hier ist das Leben. Die Karte zeigt auch, dass ihr euch sehr viel mit diesem Menschen aus der Vergangenheit, ja, oder mit dem du schöne Erinnerungen hast, gedanklich beschäftigt, ja, der ist in eurem Kopf oder sie.
Und hier wird auch nochmal angezeigt, es geht um eine zukunftsweisende Entscheidung. Das ist ein Prozess, der euer Leben verändern wird. Also ganz klar, die geistige Welt legt uns diese Karte wirklich an die Unterseite des Decks, um nochmal darauf hinzuweisen. Verteidige deine Entscheidung des Herzens. Weil eine bessere Entscheidung als die des Herzens können wir Menschen als Kinder Gottes nicht treffen. Ja. Ja, meine Lieben, ich kann jetzt gar nichts mehr sagen. Ich bin jetzt ganz berührt, ehrlich gesagt. Ich freue mich so unglaublich für die Erdzeichen, weil dieser Zustand, in dem sie so lange jetzt stecken, scheint sich dem Ende zu neigen. Sicher noch nicht bis Mitte Mai, ja. Aber die Wurzeln sind geschlagen dazu. Ja. Ja, ich freue mich natürlich über eure Likes, über eure Kommentare, über Nachrichten auf Facebook, wobei ich momentan leider so viele Nachrichten bekomme, dass ich sie zum Teil gar nicht alle beantworten kann. Das ist schade, mir tut es auch ganz arg leid. Also wenn ich mal eine Nachricht nicht beantworte, bitte seid mir nicht böse. Für persönliche Readings bitte ich euch, mir einfach nächste Woche, Ende nächster Woche oder Anfang übernächste Woche eine Mail zu schreiben, dann werde ich wieder Buchungen annehmen können. Ich bin momentan restlos ausgebucht und wie ihr wisst, ich lasse mir sehr viel Zeit für die persönlichen Readings. Ich möchte das niemals als, wie soll ich sagen, Massenproduktion machen, ja, weil das ist einfach was Heiliges und ich bin so dankbar an diese Anbindung zur geistigen Welt und es wäre von mir nicht richtig, einfach zu viele Readings zu machen. Ja, ich habe da einfach kein gutes Gefühl dabei. Für jedes Reading nehme ich mir sehr, sehr viel Zeit, ungefähr 2 Stunden, ja, und da kann ich einfach nicht zu viele machen. Deswegen bitte ich euch, Ende nächster Woche, vielleicht nächstes Wochenende, mir diesbezüglich dann erst zu schreiben. Ja, liebe Erdzeichen, ich wünsche euch jetzt ein schönes, langes 1. Mai-Wochenende und drück euch ganz fest, weil ich freue mich so für euch, ja. Eure Uli. Tschüss.